Ja, gut, bevor ich mich schlagen lasse, ich habe einen Fallschirm dabei, ich spring runter. Ja, ich auch, weil landen mit dem Helikopter. Soll ich mitnehmen? Weil das steht ja dann nur im Weg. Ja, wenn wir noch. Sebastian, soll ich dich mitnehmen? Wenn wir einen Cargo-Bob hätten, dann hätte ich da eine Idee. Übrigens, Max, ich habe das Auto. Habe ich in der Folge mal gemacht. Wir müssen dazu erstmal hier alle Helis wegnehmen und ein bisschen wegfliegen. Dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ein Cargo-Bob spawnt. Alle bei mir mit, alle da kommen fliegen. Mann, nicht ran mitfliegen. Nein, die Helis mal, erstmal meinen Kanal machen. Immer. Was? In einer Folge schnappen wir uns Transporthubschrauber und zwei Bagger und stellen die oben auf die Maze Bank und machen Bagger-Sumo. Ach du Scheiße. Ja. Das ist klar. Bulldozer. Ja, ist doch Bulldozer, Bagger. Was hast du vor? Ich tue die Helis weg, damit man hier einen Cargo-Bob spawnt. Hätte auch einen Kacke-Bob bestellen. Nein, das ist ja voll lahm. Oh, und der Max fliegt in der Handy wieder zurück. Oh. Du brauchst aber davon mal abgesehen. Du musst ihn nur anstupsen. Nein, du musst ihn noch nicht mal zerstören, du musst ihn nur anstupsen. Ich bin der Stupser, hey. Das ist wie bei hier, ne? StudiVZ hier. Kennt doch noch einer, oder? Ne? Sind die Jungs zu jung dafür? Das ist sowas ähnliches wie Jux, oder wer kennt wen? WKW! Oh mein Gott! Das ist noch älter, ey. Wie heißt es eigentlich? WKW, das ist das Netzwerk der Mütter. Aber Knuddels kennt ihr noch, oder? Wie ist das? Boah, was war denn das? Entschuldigung, das war zu einfach. Ey, fährt unter mein Heli, in dem Moment steige ich aus und komme in meine eigenen Rotorblätter rein. Max, was willst du? Das nenne ich mal Selbstmord begangen. Ohne Scheiß. Das war jetzt aber mal echt zu einfach. Wann kommt da mal so ein scheiß Cargo-Bob hier? Verdammte Axt. Ja, dann mach doch mal die Helis weg hier. Wo ist denn der andere YouTuber? Den will ich mal sehen, vielleicht kenne ich dich sogar. Er redet doch die ganze Zeit schon mit dir. Ja, ich weiß, aber ich muss jetzt mal sehen vom Aussehen her. Boah. Guck dir eine Waschbe. Soll ich dir ein Foto schicken? oder wie meinst du das? War das der hier? Der hier im Auto? Ne, warte mal. Der hier, das ist das da, der hier. Ich bin das, ja, ich bin das. Ja, steig mal aus, ich will dich sehen. Los, zeig dich. hör mal, wenn du mich kriegst, darfst du mich sogar anfassen. Oh mein Gott. Verfolg. Siehst du, mach ihn schon verrückt! Oh nee. Oh, und dann werden die Augen wieder feucht. Ja, auch solange so die Augen sind. Alter, die Driftkarre mit echter Driftkontrolle, Alter. Oh, nee. Warte. How can I help? Okay. Wenn du die Maske absetzen würdest, dann kenne ich dich. Ich habe schon mal Let's Plays von dir angeguckt, aber ich komme gar nicht auf den Namen. Der Name steht doch mit Einhand oder was? Guck einfach mal auf seinen Namen, dann weiß ich, wie er bei YouTube heißt. Dann kennst du ihn vielleicht. Ich war jetzt gleich aus der Karre. Au. Wo kommt der her? Wow. Du. Du bist so gemein, der hat auf mich geschossen. So, also, das Angebot nehme ich an. Ja, Thomas R-Punkt, hallo, kennst du doch. Thomas R-Punkt. Wobei ich GTA Online Let's Plays immer missverstanden werde. Die denken immer, ich bin so voll so gemein. Dabei habe ich nie was gemacht. Nein, du doch nicht. Nein.
Ja, ich enthalte mich jetzt einfach der Fähre halber mal. Ich sag nur Polizeigewalt. Polizeigewalt. Hallo, Polizeigewalt. Leute, wenn ihr mal jemand meine Quere guckt, weißt du, was einen Sprung ausmacht? Ich hab gerade kaum was verstanden. Eine Karre, sehr demoliert nach einem Sprung. Also. Wollte dich nur am Anfang des Airports bringen. So geht es einmal schneller, als würdest du rennen. Ah, hey. Du hättest mich natürlich auch noch reinsitzen lassen können und mich kurz rüberfahren. Wäre natürlich noch humaner gewesen. Ja, ich habe den Kofferraum geschlossen. Was? Wir haben Heckspoiler! Hey, die Tür zu! Hallo! Oh! Sorry! Jetzt lauf! Jetzt lauf! Ich wollte eigentlich nur direkt uns Spaß gegenfahren, weil ich dachte, was verstehe ich. Sorry, ich will dich nicht töten. Und Kurde, falls du nicht gesehen hast, meine Karre ist Munition. Meine Karre ist einfach nur rumgefahren. Hilfe ist noch nicht. Glaube dir, ha? Glaube dir. Hast du jetzt noch Munition? Das ist arschkalt. Oh, sorry. Wer war das? Digga. Ich war das. Also, von welches Spiel? Sorry. Falsch. Boah. Irgendwie mag mich hier keiner. Doch, ich komme. Das ist nicht schlimm. Warte, ich muss auf. Ich bin jetzt so traurig, ich stürze mich gleich vom Gehsteig. Das ist so anerkannt, du Prall. Wow, was war denn das jetzt? Das war dieser Spielfarsch. Nein, die ganze Zeit. Ich muss mal auf den Pissen gehen. Fahr mal mit deinem Auto weg. Hast du vielleicht gerade jemand einen Heli und Langeweile und will mich vielleicht abholen oder? Keine Helis da, sorry. Hey, das ist mein Auto! Eine Maske ab. Ich muss jetzt mal pissen gehen. Nein, das tut mir leid. Ich bin hier extra für dich im Hafengebiet und hab sogar ein bisschen Stroh dabei. Was ihr dann so da rum die Kombination damit macht, da will ich jetzt nicht drüber nachdenken. Nein, aus dem Kopf raus. Zu spät, die Bilder haben sich schon manifestiert. Oh nein. Dann müssten wir vielleicht mal einer oder zwei dann zu Sandy Show hoch. Wieso fahre ich nicht raus? Ich habe doch Sterne. Och nö. Wer braucht jetzt einen Taxifahrer? Ich brauche jemanden, der mich abschießt. Warum? Weil ich habe 3 Sterne und ich kann nicht mehr lästern. Dann hol dir ein Heli und hau ab. Du mit der Eulenmaske. Mach auch Glitches, oder? So Glitches. No. Okay. No. Das ist ein Buzzer. Ach nee, bei dem ich mal gesehen habe, genauso wie du aus. Die sehen alle aus wie Thomas. Achso, du wolltest mich abholen, Entschuldigung. Ich war doch nicht, der geschossen hat. Ich habe gar keine Waffe in der Hand. Jetzt nicht mehr. Das sah vorhin so lustig aus. Ich stand in einem...
Ich stand, ich war im Bus mit der Ahmed, der Starkiller, rechts von uns und ich bin während der Fahrt ausgestiegen und er hat mich platt gefahren. Hey, seit wann ist denn hier eine Uhr? Gordon, wie kommst du überhaupt dorthin? Wie hin? Wohin? Auf das Dach, da ist ein Cargo-Boom. Wo? Unten beim Flughafen. Abschied, ne? Jetzt, wo ich weg bin, kommt ein Cargo-Bob oder was? Nein, der Crazy German hat einen. Darf ich ihn abschießen? Nein, ist nicht meiner. Darf ich ihn abschießen? Ja, darf ich ihn abschießen? Ich kann fließen! Kann es sein, dass du gerade noch irgendwie in mein Rotorblatt reingekommen bist hinten? Nein, nein. Das warst du von Locken, tut mir leid. Sieht ein Bus aus. Genau, das schießen wir. Wo es verlockend ist. Danke, dass die Zerstörung von der Auto sind gut. Entschuldigung, es war so verlockend. Okay. Ich war das nicht. Das war da vorne der Neger, hätte ich fast gesagt. Ey, man muss nicht alles gleich schwarz sehen, ja? Tut mir leid, das war so verlockend. Was, X-Daryl? Wer war denn jetzt X-Daryl? Vorhin von mir. Also, war der schüchtern? Nö, aber der Ben. Geht da schon wieder Wasser ab, möchte wieder eliminieren. Das ist okay, Buffer, ja, ist gut, ja. Das ist ein Bob, das ist ein Cargo-Bob. Hast du einen Buzzard-Fetisch? Hab ich? Ein Buzzard-Fetisch? Ob du auf Wasser stehst? Ja, echt? Ja. Dann passt du auf, Thomas, mit einem Buzzard. Hi. Ich hab keinen Buzzard. Der ist schon hinüber. Der ist schon hinüber. Aber ich bin allianzversichert, um mal wieder ein bisschen Werbung zu machen. Och, ich interessiere da keinen. Das ist kein Buzzard. Das ist ein Flugzeug. Davon geht keine Gefahr aus. Nein, nein. Da guckt mich ein Crazy Gamer, ein Glitcher oder Hacker oder das Ding ist, weil der Sirens 1 ist. Was? Ja, ich hab mehr als das Spiel gebraucht. Ja, ich glaube so. Na gut, mittlerweile ist der 300 auch erreichbar. Ja, definitiv. Aha, wir haben hier einen Attentat auf mich machen, du blöder Wichser. Na, 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 was ist das für ein Ausdruck hier? Nicht in den öffentlich-rechtlichen, ja. Da ein bisschen zügeln. Der Ahmed schrieb mir gerade, ich hab einen. Aber was? Ein was? Ich hab auch einen Cargo-Bob. Aber es interessiert ja wohl keinen. Aber egal, haben halt zwei. Boah, mein persönliches Fahrzeug wurde von Max zerstört. Oh, scheiße, das war das Weiche, wo ich drauf geschossen hab. Er schießt da mit Raketen auf mich. Echt? Der Thomas, oder wer ist denn das? Ah, nee, der Crazy Gamer. Ich würde niemals auf jemanden schießen. Ach, so ein Bagger hat er. Jetzt packt er den Mini, genau wie jeder, der überhaupt nicht gespannt ist. Ja, dann muss es Zeit, dass du dich auch hochlevelst, ja? Alex, wir machen das gleich. Ei, da oben steht ein Cargo-Bob. Danke. So, wir haben keinen Cargo-Bob mehr.
Raketen visieren einfach alles an. Oh, die Autofaul. Die haben ihre Führerscheine auch alle im Lotto gewonnen hier. Ach, mich kriegt er nicht mehr hier weg. Jetzt, sag mal, man braucht nicht immer solche Ausdrücke benutzen. Ja, tut zum Glück ist mein Kanal ab 18. Piep, 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 piep. Ja, genau. Herzlich willkommen bei Piep, 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 Piep. Na, guck mal, da haben wir ja schon mal einen Bagger. Wo ist Bodo dazu? Oh! Auf wen habe ich da gerade geschossen auf dem Dach? Ich! Wessen persönliches Fahrzeug habe ich ihn gerade zerstört? Herrlich, wie ich den Thomas jetzt überrascht habe. Ja, aber irgendjemand hat meinen Fahrzeug zerstört. Oh, das war. Ich wollte den Heli abschießen, sorry. Also, ich meine, ich wollte die Helis hier unten zerstören, die am Boden stehen. Also, ich gehe jetzt aufs höchste Gebäude und kloppe mich mit irgendjemandem, der dann auch mal hochkommt. Also, ich glaube, dich allein. Ja, gut, einen Bagger haben wir ja. Was ist denn noch mit dem anderen Bagger? Dann kann der Ahmed ja schon mal hinfliegen hier. Dann kommen wir da alle mal hin. Kommen wir alle gegen den Bagger? Bist du am Einsteigen? Ich hab einen Bagger! Schnell, der Gurgel will mir den klauen. Ey, das war ja so. Klar, ne? Und ich werd jetzt erschossen, oder was? Ey, hallo? Hier, nehmen Sie den. Der hat mehr verdient. Ey, ich bin ganz höflich. Nein, das geht nicht. Hallo? So, diese Frau ist unverschämt. Warte, motherfucking shit. Darauf esse ich jetzt ein Haribo Goldbären. Ja, Entschuldigung, ist wieder Werbezeit. Oh, ja. Er hat mich am Haken. Dann hole ich mir jetzt auch einen Bagger. Ich habe mich für die Gemeinschaft geopfert. Der epische YouTuber-Kampf, Gurgel gegen Thomas R. Ich weiß, wie es ausgeht. Ja, ich hab mir die Medaillen mit meinem Namen schon drucken lassen. Das finde ich aber nett, dass du dir die Medaille mit meinem Namen drucken lassen hast. Au. Komm, jetzt lieg da nicht rum, steig ein. So ein Knaller hier. Ja, du liegst doch da faul rum, ey. Ich könnte auch meinen Kipplaster rufen. Dann machen wir Bagger gegen Kipplaster. Ja, da haben wir glaube ich nicht so viel Platz für. Oh mein Gott. Du gibst deinem Kipplaster Namen? Ah ja. Jetzt seht ihr natürlich wieder keiner. Ich glaube, Ahmed. Alex, fahr den Bagger ruhig, fahr den Bagger schon mal auf den Macebank Tower. Wir sind gleich da hier. Ich muss nur mal kurz hier die Helis anstupsen, dann sind die nämlich gleich weg. Warte mal, ich mal kurz lästern, dann haben wir keine Sterne mehr. Dann kannst du in Ruhe. Nein, nicht Martin. Auflegen. Aha. Ich kann fliegen! Ey, du hättest das mal eine Tänzerin werden sollen, ne? Ja, hör mal. Ich hab sogar schon im Real Life die Schuhe dafür an. Okay, ich kann Lester nicht anrufen, mein Geld reicht nicht mehr aus. Die kleine Lester-Schwester.